Ja, aber hier geht es ja nicht wirklich um die Originalbegleitung. Wir wollen das hier eher lagerfeuermäßig spielen und vielleicht auch dazu singen können. Immer da, wenn alle Stricke reißen, aber natürlich für alle, die es wissen wollen, erkläre ich am Ende dieses Videos, wie die Originalbegleitung gespielt wird. Wo ist es? Verdammt, wo ist es denn? Okay. Hallo und willkommen zur nächsten Folge meiner neuen Das Ding Tutorial Reihe. Heute geht es um das Lied Wir sind groß von Mark Foster. Habe ich ja am Ende des letzten Videos rausgesucht durch Zufall, durch zufälliges Aufschlagen im Band 5 von Das Ding. Ja. Zufällig aufgeschlagen war es dann, die Seite 369, und da ist dann Wir sind groß, und das machen wir heute. Und am Ende dieses Videos suche ich dann wieder ein Lied aus Das Ding 1, Band 1, raus. Ich schlage einfach wieder eine Seite auf und dann nehmen wir, da ist es, und dann nehmen wir das, was dann da kommt. Aber jetzt erstmal, wir sind groß, hier ist es, und wir legen los. Das Lied besteht aus den Akkorden E-Moll, G, Dur, D-Dur und C-Dur. Und in der Originalfassung bräuchte man, um mitspielen zu können, ein Capodaster am dritten Bund. Aber ich will das ja hier so erklären, damit man zurechtkommt mit dem Spielen und dem Singen. Da geht es hier jetzt nicht wirklich um die Originalbegleitung. Die erkläre ich am Ende des Videos. Hier jetzt erstmal eine praxisgerechte oder mehrere praxisgerechte Möglichkeiten, wie du das Lied begleiten kannst. Und dazu nehme ich den Kappe auch schon wieder weg, weil ansonsten wäre mir das Ganze etwas zu hoch. Drei Halbtöne tiefer ist für mich einfach besser zum Mitsingen. Immer da, wenn alle Stricke reißen, einfach so, wir müssen nichts beweisen. Und jetzt zuerst einmal für alle Einsteiger, Anfänger, Wiedereinsteiger erkläre ich jetzt erstmal die Akkorde. E-Moll, Mittelfinger auf dem zweiten Bund der A-Seite und Ringfinger auf dem zweiten Bund der D-Seite. G-Dur, Ringfinger auf den dritten Bund der tiefen E-Seite, Mittelfinger auf den zweiten Bund der A-Seite und kleiner Finger auf den dritten Bund der hellen E-Seite. Oder mit Mittelfinger, Zeigefinger und Ringfinger. D-Dur, Zeigefinger auf den zweiten Bund der G-Seite, Mittelfinger auf den zweiten Bund der hellen E-Seite und Ringfinger auf den dritten Bund der B-Seite. Und C-Dur, Ringfinger auf den dritten Bund der A-Seite, Mittelfinger auf den zweiten Bund der D-Seite und Zeigefinger auf den ersten Bund der B-Seite. Als nächstes dann die Begleittechnik für Intro, Strophe und Pre-Refrain kann man alles gleich begleiten. Ich nehme dazu folgende Zupftechnik. Der Daumen zupft den jeweiligen Basston des Akkordes, der Zeigefinger immer die G-Seite, der Mittelfinger zupft immer die B-Seite und der Ringfinger zupft immer die helle E-Seite. Reihenfolge: Daumen, Zeige, Mittel, Daumen, Ring, Zeigefinger. 1, 2 und 3 und 4. Beim E-Moll Basston, die tiefe E-Seite. Als nächstes ein G-Dur, immer noch Basston auf der tiefen E-Seite. Danach D-Dur, Basston hier auf der D-Seite. Und dann kommt noch ein C-Dur, hier ist der Basston auf der A-Seite. Und Daumen zupft natürlich zuerst die A-Seite. Einmal im Zusammenhang. Thank you.
sollte diese Zupftechnik für dich noch zu schwer sein, sie ist halt schon unheimlich schnell, dann hätte ich noch folgenden Vorschlag für dich. Daumen der Basston, dann Zeigefinger die G-Seite, dann Mittel- und Ringfinger gleichzeitig B- und E-Seite und der Zeigefinger wieder die G-Seite. Das Ganze klingt dann so. Bei E-Moll natürlich wie bei der anderen Zupftechnik auch Basston auf der tiefen E-Seite. Genauso auch beim G-Dur. D-Dur, Basston, D-Seite und C-Dur, Basston, A-Seite. Zupfen überhaupt noch nichts anfangen kannst, dann nimm doch einfach diesen Anschlag. Ab, 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 auf. Eins, zwei, drei, vier und. Such dir eine dieser drei Begleitungen aus und damit spielst du dann sowohl Intro, Strophe und auch den Pre-Refrain. Für den Refrain dann folgenden Anschlag. Eins, zwei, drei, vier. Natürlich immer noch E-Moll, G, D und C-Dur. Was gibt's noch? Jetzt gibt's noch die Möglichkeit, das natürlich original zu zupfen, wer das unbedingt will. Dem zeige ich auch noch, wie das hier geht. Es ist ein bisschen anders von den Akkorden her. Ein E-Moll wird ganz normal gegriffen als E-Moll. Nur würde ich hier den ersten und den zweiten Finger nehmen. Wird folgendermaßen gezupft mit Basston E-Seite, G-Seite mit dem Mittelfinger, D-Seite mit dem Zeigefinger. Dann kommt der Wechsel auf G-Dur. Dazu greifst du mit dem Zeigefinger auf den dritten Bund der tiefen E-Seite und mit dem Mittelfinger auf den vierten Bund der G-Seite und zupfst wieder die gleichen Töne wie bei E-Moll.
So, jetzt geht es auf ein D-Dur. Zeigefinger auf den 5. Bund der A-Seite und Ringfinger auf den 7. Bund der B-Seite. Gezupft wird jetzt die A-Seite, die G-Seite und die B-Seite. Und dann noch ein C-Dur, Zeigefinger auf den 3. Bund der A-Seite und Ringfinger auf den 5. Bund der B-Seite. Danach kommt dann ein Zwischenspiel, genauso wie das Intro, E-Moll, GDC zweimal. Dann kommt wieder eine Strophe, dann wieder ein Pre-Refrain und noch ein Refrain und dann endet das Lied. Zumindest im Buch. In echt weiß ich, da kommt noch ein C-Teil oder wie auch immer, ein Interlude, wie man das nennen will. Und dann kommt noch mal ein Refrain, kann man auch genauso weiterspielen. Ich glaube, die Akkorde bleiben einfach gleich, da ändert sich nichts mehr. Aber hier ist nach dem zweiten Refrain Schicht, kein Text mehr, kein nix. Und damit ist das Ganze hier auch beendet. So, das war's eigentlich dann. Ne? Was kommt noch was? Ach ja, wir brauchen noch das Lied für die nächste Folge. Band 1 ist hier. Und das schlage ich jetzt mal auf. Achtung. Zack, was haben wir? Enjoy the Silence. Ich bin auf Seite 121, das ist Depeche Mode, ne? Depeche Mode, jawohl. Machen wir nächste Woche. Enjoy the Silence. Ciao, bis zum nächsten Video. Achso, nicht vergessen, wenn dir das Video gefallen hat, wie heißt, gib mir deinen Daumen, schreib was in die Kommentare und abonniere meinen Kanal. Auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Video. Immer da, wenn alle Stücke reißen, einfach so.